Moin Moin, liebe YouTube-Süchtigen. Moin Moin, liebe Outdoor-Fans. Ja, ich hatte ja gestern den Topf vorgestellt und wollte heute ja mal kochen. Und das würde ich jetzt in Angriff nehmen. Und zwar auf dem EcoZoom Raketenofen. Ja, was gibt es heute? Ich sag mal Reste. Das wird hier in Ostfriesland auch viel gemacht. Man nimmt einfach Fleisch oder Gemüse und das, was man hat, und macht daraus einen schönen Eintopf. Und das probiere ich jetzt mal. Ja, als Zutaten habe ich so einiges gefunden noch. Ich zeige euch das mal und dann fangen wir an. Jo, als Zutaten habe ich hier 2 Zwiebeln. Dann habe ich hier Schweinegeschnetzeltes, hatten wir noch um 500 Gramm, und 2 geräucherte Mettwürste. Als Gewürze habe ich hier ein bisschen Pfeffer, Salz, ein bisschen Brühe, weil ich leider keine angesetzte Brühe mehr habe. Dann haben wir hier noch gehackte Tomaten. Dann noch mal nachher, um ein bisschen das zu verfeinern, ein wenig Schnittlauch. Ja, mit in der Suppe kommt natürlich, hatten wir noch so einen kleinen Rest Blumenkohl, Paprika und Lauch, sowie Kartoffeln, Möhren und Pastinake. Ja, angebraten wird das natürlich in Sonnenblumenöl, ein klein bisschen Rotwein für den Geschmack, natürlich Wasser und das Ganze im Eco-Raketenofen. Also legen wir mal los. So, als Erstes müssen wir ihn natürlich anheizen, ist ganz klar. Ohne Feuer geht natürlich gar nichts. Dazu habe ich hier einfach Grillanzünder genommen. Und da werden wir ihm mal ein bisschen Power geben. Ja, also der EcoZoom, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich jetzt schon einiges mitgekocht und ja, der gefällt mir. Ist echt super, das Teil. Ich mache auch gerne Bratkartoffeln und sowas und da ist der wirklich super für. So, lassen wir ihn mal ein wenig Power geben hier, ein bisschen einbrennen. Und dann melde ich mich wieder. Also das Anbraten werde ich machen mit Holz. Und wenn das Fleisch richtig angebrannt ist, dann werde ich da ein paar Brikett drauf schmeißen und werde quasi mit Holzbrikett oder Holzkohlebrikett den Eintopf weiterkochen. Ja, wie ihr sehen könnt, der Raketenofen, der hat jetzt richtig Power. Und jetzt nehmen wir unseren Gusstopf. Mal drauf tun. In den Gusstopf tun wir ein klein bisschen Pflanzenöl, so dass der Boden einigermaßen bedeckt ist. Jetzt hauen wir hier das Fleisch rein, also wie gesagt Schweinegeschnetzeltes und ein bisschen geräucherte Wurst. Und das Ganze tun wir erstmal gut anbraten. Das dauert jetzt natürlich eine Zeit lang und schauen wir gleich mal. So, das Fleisch ist jetzt so ziemlich angebraten. Das dauert also nicht mehr allzu lange. Dann hauen wir jetzt einfach mal die Zwiebeln rein. Das sind 2 große Zwiebeln und lassen die noch ein klein wenig mit anspitzen. Zwiebeln sind jetzt auch gut mit angespitzt und jetzt müssen wir natürlich den EcoZoom ein wenig reduzieren. Und dazu nehme ich erstmal den Topf kurz runter.
Dann werde ich jetzt hier das Holz alles ein bisschen reinstopfen. So. Und die oberste Klappe zumachen. Und jetzt nehme ich ein paar Brikett, mache den also erstmal voll. Dass die sich ein wenig einbrennen können. Oh, ich glaube, das reicht erstmal. Und wenn die dann eingebrannt sind, dann geht es weiter. Die Kohle sind jetzt ein bisschen am Durchglühen. Und jetzt nehmen wir ein wenig Wasser. Kippen das also, ich sag mal, halb voll ungefähr. Das sind bei mir jetzt ungefähr 1 Liter gewesen. Dazu die Kartoffeln und die Möhren, wie die Pastinake. Und eine kleine Handvoll voll Lauch. Über den Deckel wieder drauf und lassen das erstmal ein wenig schmoren. So, jetzt kocht das natürlich wie verrückt, wie ihr gesehen habt. Und jetzt gehen wir bei und nehmen den Blumenkohl, den Lauch und die Paprika. Tun das fein mit in den Topf, sowie auch die Gewürze. Natürlich werden wir später nochmal abschmecken. Dann werden wir das Ganze einmal ein bisschen rühren und neu vermischen. Noch ein wenig Wasser auffüllen. Und jetzt lassen wir das einfach mal kochen, bis sich das ein bisschen reduziert. Und dann werden wir einen kleinen Schuss Rotwein damit reinhauen und neu abschmecken. Und dann ist es auch schon bald fertig. Haben wir so circa 1 Stunde gekocht und habe da zwischendurch noch mal Wasser aufgefüllt, weil das doch ziemlich verkocht. Und ja, dann kann man sehen, dass die Kartoffeln und der Blumenkohl so langsam und vor allen Dingen auch die Möhren so langsam gar sind. Und nun werde ich einfach mal die Tomaten da rein tun. Ich kann natürlich auch frische Tomaten nehmen, aber naja, die hatten wir noch da. Hauen wir die da mal mit rein. Und einen kleinen Schluck Rotwein. Aber Rotwein, das wisst ihr ja, den muss man erst testen. Ja, tun wir da einen kleinen Schluck rein. Lassen das jetzt erstmal kochen, bis sich das wieder ein bisschen reduziert hat. Ich werde da gleich noch ein paar Kohle drauf tun, damit noch ein bisschen Hitze kommt. Und wenn das dann ein bisschen einreduziert ist, melde ich mich mal wieder. Jetzt haben wir das eine ganze Zeit lang schon wieder kochen lassen. Und nun geht es nochmal ans Abschmecken. Ja, ich würde sagen,
Wir tun da jetzt noch ein wenig Pfeffer rein. Das ist aber Geschmackssache. Und ganz zum Schluss noch ein klein wenig getrockneten Schnittlauch. Ja. Kann natürlich auch frisches nehmen. Das habe ich leider nicht zur Hand. Das steht hier noch in der Blumenkästen hier oben und ist noch nicht am Wachsen. Das lassen wir jetzt noch eine circa halbe Stunde kochen und ein bisschen einreduzieren und dann wird angerichtet. Und dann melde ich mich wieder. Ja Leute, so, das war's. Und wie ihr gesehen habt, es ist angerichtet. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ja mal versuchen nachzukochen. Wie gesagt, das alles, was man so im Kühlschrank hat, einfach mal nehmen und zusammenkochen. Und was ich natürlich ausschließlich super empfehlen kann, das ist der Raketenofen. Also der macht echt Laune. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Und bis dahin, Prost, euer Hans-Dieter. Ciao. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn nicht, könnt ihr auch gerne ein Dislike da lassen. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich freuen. Und wenn ihr Fragen habt über Ausrüstung, über die Gegenstände, die ich vorstelle, dann guckt doch mal unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr diverse Links, wo ihr die Möglichkeit habt, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und wenn ihr natürlich kein Video mehr verpassen wollt, weil ihr das so super geil fandet, dann könnt ihr natürlich den Kanal auch kostenlos abonnieren. Und bis dahin, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Video. Das war's, euer Hans-Dieter. Ciao.